Ja, grüezi miteinander und hallo, herzlich willkommen zurück bei Seppuku von Rhythm Tales hier auf dem Kanal von Kevin Bischel B. Zusammen mit dem Körer B, das bin ich. Und wir sind mit Wilbur unterwegs gewesen und haben versucht, den Göttern einen Opfer da zu bitten. Jetzt müssen wir erstmal hochgehen und dann gucken wir erstmal, was mit der Eva so zu tun ist. Ne? So machen wir das, Leute. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, Ivo. So, fragen wir mal Gulliver, der hat ja immer richtig dicke Witze parat hier. Hallo, ihr beiden. Oh, hallo. Sag mal. Fragt nicht wieso, aber Wilbur braucht anscheinend ein paar gute Witze. Kennt ihr welche? Aber klar. Nach der Untersuchung fragt der Patient: Meister Medicus, können Sie mir helfen? Daraufhin der Medicus: Sicher, ich verschreibe Ihnen ein paar Moorbäder. Und die helfen? Klar, dann gewöhnen Sie sich schon mal an die feuchte Erde. Ich erinnere mich noch an die feuchte Erde. Eine Zeit lang dachte ich, hättest du dich doch bloß einäschern lassen. Oh, okay, danke. Ich muss weiter. Tschüss, ihr zwei. Bis dann. Okay, so gut war der dann auch nicht. Warte mal. Aber wir müssen die Wilbur alle erzählen. Vielleicht kennt Nate welche. Grump und Dings, wenn es auf jeden Fall ein paar kennen. Hallo, Zloff. Grump? Die checken es noch nicht? Noch checken sie es nicht? Jetzt checken sie es. Prinzessin Ivo? Ich würde gern einen Witz hören. Es, nun, kommt euch vielleicht seltsam vor, aber könnt ihr mir einen Witz erzählen? Warum seltsam? In Zeiten größter Not kann ein Witz die Moral heben. Kenne Witz, kenne Witz. Oh, Grump, deine Witze sind immer so anzüglich. Deswegen gute Witze. Seit hunderten Jahren tun sich im Park zwei Statuen gegenüberstehen. Eine sei ein junger Mann, andere sei eine junge Frau. Und beide seien nackig. Und da wären wir wieder. Da ein Gott erscheinen. Er sagen, ich erfülle euch größten Wunsch. Ihr beiden dürfen verlassen Sockel für eine Stunde. Beide schnell verschwinden in Gebüsch. Rascheln, flüstern, kichern. Haben noch 10 Minuten, Mann japsen. Darauf sie, gut, dann du jetzt halten die Tauben fest und ich scheißen drauf. Aber Prinzessin. Entschuldigung. Habt ihr noch einen Witz für mich? Der war wirklich gut. Kenne noch viele Witze mit nackigen Leuten. Die Prinzessin möchte das nicht hören. Außerdem warst du schon dran. Jetzt erzähle ich einen richtigen Witz. Die Stadtwache fragt den Magierkopf eines zweiköpfigen Ogers. Sie leugnen also, auf dem Kopf ihres Bruders einen Zaunpfahl entzweigeschlagen zu haben. Daraufhin der Oger: Das kann ich nicht leugnen, aber es ist nicht mit Absicht geschehen. Sie wollten ihn also nicht treffen. Schon, aber ich wollte dabei nicht den Zaunpfahl zerbrechen. Nicht finden, sehr witzig. Natürlich ist er witzig. Danke für den Witz, Lauf. Ich werde ihn mir merken. Siehst du? Danke für das Gespräch. Sie waren wie ein Licht in dunkler Nacht, Prinzessin. Nett. So, dann gehen wir mal hier lang. Wir müssen jetzt mit Ivo über Wilbur reden hier. Mit Wilbur über Ivo und so weiter und so fort. Deswegen müssen wir mit Wilbur jetzt erstmal hier so hochkraxeln. Hochklettern und raus. Und wo muss ich jetzt überhaupt hin? Achso, ich muss hier oben hin. Und jetzt reden wir mit Wilbur. Wilbur? Ja? Ich habe da einen Witz mit einem Patienten und einem Arzt gehört. Grump hat mir einen Witz erzählt. Grump hat mir einen Witz erzählt. Der ist eher deftig.
Vielleicht mag der Gott des Humors sowas. Erzähl! Seit Hunderten von Jahren stehen sich im Park zwei Statuen gegenüber. Ein junger Mann und eine junge Frau, beide nackt. Da erscheint eines Tages ein Gott und erfüllt den beiden ihren größten Wunsch. Sie dürfen für eine Stunde ihre Sockel verlassen. Sofort verschwinden die beiden im Gebüsch. Rascheln, flüstern, kichern. Wir haben noch 10 Minuten, japst er schließlich. Darauf sie? Gut, dann hältst du jetzt die Tauben fest und ich scheiße drauf. Der ist gut. Er hat was mit Göttern und Statuen zu tun. Sehr gut. Wir erzählen nochmal hier den Patienten. Ich habe da einen Witz mit einem Patienten und einem Arzt gehört. Sowas gibt es? Erzähl. Nach der Untersuchung fragt der Patient: Herr Doktor, können Sie mir helfen? Daraufhin der Doktor: Sicher, ich verschreibe Ihnen ein paar Moorbäder. Und die helfen? Klar, dann gewöhnen Sie sich schon mal an die feuchte Erde. Ist das ein guter Witz? Weiß nicht. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Ich habe noch nie Kaminreisepulver benutzt. Wie funktioniert das? Du musst es in ein Feuer werfen. Dann gehst du in die Flammen und denkst ganz fest an die Symbole des Kamins, bei dem du rauskommen willst. Aha. Und die wären? Also die Symbole auf dem Kamin in der Bibliothek halt. Also die Symbole auf dem Kamin in der Bibliothek halt. Ich war da nie. Hast du sie dir nicht gemerkt? Doch, schon. Es waren... Eule, Wurm und Ratte, glaube ich. Adler, Maulwurf und Pinguin. Löwe, Eisbär und Raupe oder so ähnlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß einfach nicht. Ich kann mir Dinge nicht mehr so gut merken wie früher. Deswegen habe ich mich ja auch so über die magische Schiefertafel gefreut. Die und anderer magischer Krimskrams sind schuld, dass dein Gedächtnis so schlecht ist. Nun denk doch mal scharf nach. Was waren die Symbole? Eule, Wurm und Ratte, glaube ich. Glaubst du? Ich bin mir ziemlich sicher. Außer es waren Löwe, Eisbär und Raupe. Adler, Maulwurf und Pinguin waren es zumindest nicht. Oder doch? Na schön, ich probier's aus. Das war erst mal alles. Bis später. So, wir gehen jetzt Witze erzählen. Da, 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 da. Dum, dum, dum. Dum, dadadum, dadadum. Dadadum, dadadum. Rutsch herunter. Erzähl mir mal den Witz. Ich glaube, der mit den nackten Statuen ist ganz gut. Oh, junger Freund, willst du einen Witz hören? Nein. Ich habe einen Witz gehört. Kohle-Dings. Also, ich habe da so einen Witz gehört. Ich bin gespannt. Da treffen sich zwei Kohlestücke. Da sagt das eine: Hallo. Daraufhin sagt das andere: Bah, du bist subtrahiert. Bist du sicher, dass der Witz so geht? Ich möchte meinen Beitrag zurückziehen. Das will ich meinen. Ich kenne einen Witz mit einem Patienten und einem Arzt. Ich habe einen Witz. Schieß los! Es ist ein Witz mit einem Arzt und seinem Patienten. Ich glaube, es ist der einzige seiner Art. Nach der Untersuchung fragt der Patient: Herr Doktor, können Sie mir helfen? Daraufhin der Doktor: Sicher, ich verschreibe Ihnen ein paar Moorbäder. Und die helfen? Klar, dann gewöhnen Sie sich schon mal an die feuchte Erde. Ha, der war ja noch schlimmer als der erste. Was? Komm schon, der war gut. Na klar, was weiß der Gott des Humors schon über Witze? Hast du mich lachen sehen? Nein. Gut, ich kenne einen Witz mit Statuen und Göttern. Der muss dir gefallen. Ich kenne einen Witz mit Statuen und Göttern. Der muss dir einfach gefallen. Oh, das klingt gut. Seit Hunderten von Jahren stehen sich im Park zwei Statuen gegenüber. Ein junger Mann und eine junge Frau, beide nackt. Da erscheint eines Tages ein Gott und erfüllt den beiden ihren größten Wunsch. Sie dürfen für eine Stunde ihre Sockel verlassen.
Sofort verschwinden die beiden im Gebüsch. Rascheln, flüstern, kichern. Wir haben noch 10 Minuten, japst er schließlich. Darauf sie: Gut, dann hältst du jetzt die Tauben fest und ich scheiße drauf. Oh! Nicht einmal ein müdes Lächeln bringst du bei den Leuten damit zum Vorschein. Was? Aber bei Leuten mit Humor. Von denen gibt es nur einen hier. Und der hat nicht gelacht. Ich fand meine Witze gut und die anderen haben gelacht. Also, ich fand meine Witze gut und die anderen haben gelacht. Das ist aber nun mal nicht relevant. Ich muss lachen. Aber du scheinst immer nur über deine eigenen Witze zu lachen. Weil es nun mal die besten sind. Aber das ist doch... Moment. Zwei Kannibalen verspeisen einen Clown. Und was sagt der eine? Der schmeckt aber komisch. Der schmeckt aber komisch. Der schmeckt aber, weil er ein Clown ist. Das war ein guter Witz, mein kleiner Freund. Du hast mich zum Lachen gebracht, also werde ich dir helfen. Das war ja einfach. Wenn ich mich nicht verzählt habe, habe ich damit dreien von euch einen Gefallen getan. Also, wie komme ich übers Wasser? Gehen. Haha, ihr konntet vielleicht mal über Wasser gehen, aber ich kann das nicht. Auch nicht über Eis. Eis? Ist dir nicht aufgefallen, wie kalt es hier ist? Das sieht nicht wie Eis aus. Weil es hier unten völlig windstill ist. Ohne Wellen und Blasen im Eis sieht gefrorenes Wasser aus wie... Wasser. Und das hättet ihr mir nicht einfach sagen können? Wäre es dann genauso befriedigend gewesen, endlich zur Insel gehen zu können? Vielleicht nicht. Aber Veremie ist etwas zugestoßen, nur weil ihr mich aufgehalten habt. Na gut, dann auf zur Insel. Veremie muss bei seiner ersten Expedition erkannt haben, dass der See zugefroren ist. Vermutlich ist er schnurstracks zur Insel mit dem Tempel gegangen. Los geht's. Es sieht aus wie Wasser, aber es ist tatsächlich Eis. Kinderspiel. Alles kein Problem. Da sind wir. Oh nein, Remy! Mein Gott, Remy! Remy! Nicht Wilbur, das ist eine Falle! Du! Was ist das? Du wirst mir den Zauberstab bringen, den dieser Dieb vor Jahren stahl! Nein. Wer oder was bist du? Lass Remy frei! Er ist verletzt! Wer bist du? Oder was bist du? Ich bin der Torwächter! Du bist der Geist von einem dieser Zauberer, die den Namenlosen befreien wollten, oder? Der Namenlose darf diese Welt niemals betreten. Nicht? Ich meine, ganz meine Meinung. Weder ich noch Remy wollen das. Warum kämpfst du gegen uns? Er hat den Zauberstab gestohlen. Der Zauberstab ist der Schlüssel. Bring mir den Schlüssel. Lass Remy frei. Lass Remy frei. Er ist schwer verletzt. Er wird sterben, wenn du mir nicht den Zauberstab bringst. Ich habe den Zauberstab nicht mehr. Besorge ihn. Dein Freund hat nicht mehr viel Zeit. Remy! Es würde zu lange dauern, den Stab zu besorgen. So viel Zeit haben wir nicht. Wir müssen... Dein Freund wird immer schwächer. Besorge den Stab, oder er wird sterben. Remy! Aber wir können... In Ordnung. Ich werde mir etwas einfallen lassen, Remy. Das weiß ich.
Remy! Mein Gott, Remy! Ich muss Remy so schnell wie möglich da rausholen. Er schien sehr schwach. Vielleicht kann ich mich irgendwie am Geist vorbeischleichen oder... Remy! Ich war in dem Tempel und da ist ein fürchterlicher Geist. Ich weiß, das sorgt für ein wenig Pep. Ein wenig Pep? Mein Freund liegt im Sterben. Und du hast nur wenig Zeit, um ihn zu retten. Ist das nicht spannend? Für dich ist das hier alles nur ein Spiel, oder? Aber hier sterben Ratten. Wenn Remy etwas passiert, weil ihr mir nicht helfen wolltet, dann... Ach, zum Teufel. Ich habe keine Zeit, mich mit Göttern zu beschäftigen. Probleme müssen gelöst werden. Was hat er denn? Was er hat? Ich habe genug von Göttern. Ich hab... Okay, dann hoch. Auf Wiedersehen. Wilbur? Wilbur? Jetzt klettert er hoch. Vielleicht machen wir es so. Ich glaube, er hat sich jetzt hier so ein bisschen aufgehängt gerade. An dem Seil. Hallo? Wilbur? Er hat sich aufgehängt. Naja, gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei The Book of Unwritten Tales. Alter Schwede, ist das broken manchmal. Die Bugs sind unerträglich. Ich hoffe, es wird besser demnächst. Bis dahin, euer Guru bei. Spätestens in der nächsten Folge. Ciao.